Herzlich willkommen im Kulturhaus Abraxas. Mein Name ist Fräulein Tönchen und auch heute werde ich wieder beschwingt mit dir zusammen einen Koffer öffnen. Es ist nicht der erste Koffer, den ich schon hineinspitzeln durfte und glaube mir, es wird auch nicht der letzte sein. Ja, denn fremde Koffer öffnen, das bedeutet Überraschungen, Überraschungen. Schau, in diesen hier dürfen wir heute gemeinsam hineinschauen. Ich bin schon sehr gespannt. Voll Überraschungen steckt auch unser Peter. Hallo Peter! Peter zaubert uns mit seinem Klavier wieder die perfekten Klänge, passend zu jeder Situation. Du fragst dich sicher, was heute wohl in meinem kleinen grünen Köfferchen steckt. Dann schauen wir mal nach, denn du willst ja wissen, womit du heute kräftig mitmachen kannst. Aha, du brauchst heute eine Schere und du brauchst so eine Klarsichtfolie. Außerdem kannst du mal nachschauen, ob du einen kleinen oder großen Kreisel findest. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, aber vielleicht hast du ja so einen. Leg dir alles bereit, drück kurz auf Pause und wir warten so lange. Zurück? Konntest du alles finden? Gut, dann geht's gleich los. Heute werden wir wieder viel erfahren. Ja, und mit dem Rätsel am Ende der Sendung kannst du genau überprüfen, ob du auch gut aufgepasst hast. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du gerade gefrühstückt? Da liegen ja ganz viele Krümel und Brösel rum. Komm, die pusten wir mal weg. Jetzt machen wir mal sauber. Mach mit. Hier, 6 Krümel. Die werden weggepustet. Gut, nochmal. Und nochmal, auch die ganz Kleinen müssen weg. Ah, sehr schön. Ja, aber zwischen den Zähnen, da sehe ich ja auch was bei dir. Hast du heute schon Zähne geputzt? Komm, nochmal, doppelt hält besser. Mit der Zunge wird geputzt. Oben. Auch hinten. Mhm. Schön schrubben. Innen, außen und jetzt auch unten. Mhm, ganz hinten. Mhm. Hinten und innen. Ah, die Kauflächen. Ah, und jetzt werden noch die Wangen gefegt. Eine Seite. Mhm. Und die andere Seite. Das fühlt sich doch schon viel besser an. Ja, jetzt blitzt und glänzt alles. Wie wäre es, wenn sich unser Körper auch noch so fühlt? Komm, wir wärmen ihn gemeinsam auf. Du musst wissen, Miri ist heute leider krank. Das heißt, du und ich, wir werden das gemeinsam schaffen. Steh auf und mach mit bei meinen Moves. Zuerst strecken wir uns gut. Wir dehnen uns ein bisschen. Mach mit. 1, 2, 3 und wechseln. Und 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, ganz lang. 4 und 1. Genau, 3, 4. Dann können wir laufen. Auf der Stelle. Aber ich zähle jetzt bis 4. Und bei der 4, da springen wir. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, und jetzt will ich wissen, wie tief du kommst und wie hoch du kommst. Runter, rauf. Runter, rauf. 4-mal. Runter, rauf. Runter,
drauf. Ja, das setzen wir zusammen. Zuerst dehnen und strecken, dann laufen und springen und dann das runter und rauf. Bist du bereit? Okay. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier und eins, zwei, drei, vier. 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 Und runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf und von vorn. Eins. Und drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und runter, rauf. Wow, sehr gut gemacht. Puh, und ausschütteln. Ha. So, also ich bin warm und ich bin mir sicher, du auch. Dann ist jetzt das Überraschungsköfferchen dran. Und Peter hat wie immer die passende Musik dazu. Dieses Mal langsamer. Denn wir machen es ganz spannend heute. Wir werden einen Countdown zählen. Bei 30 fangen wir an, wie beim Raketenstart, bis runter zu 1 und dann, dann passiert es. Okay? Bist du bereit? Der Koffersong. Es gibt Koffer, die sind eckig. 30, 29, 28. Es gibt Koffer, die sind dreckig. 27, 26, 25. Manche sind ganz mini klein, andere schwer wie Mühlenstein. 24, 23. Puh. Es gibt Koffer mit drei Dellen. 22, 21, 20. Reißverschluss kaputten Stellen. 19, 18, 17. Manche sind schön bunt kariert, mit zwei Schnallen glatt poliert. 16, 15. La 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 la. 14, 13, 12. La 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 la. 11, 10, 9. La 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 la. La 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 la. 8, 7. Es gibt Koffer, die was machen. 6, 5, 4. Manche quietschen, müffeln, krachen. 3, 2, 1. Und was macht wohl dieser da? Dieser Koffer macht. Aha. Oh. Dieses Instrument, das kennen wir schon. Es besteht aus vielen Teilen, aus schwarzem Holz und hat ganz viele Silberklappen drauf. Weißt du es? Ja, das ist sicher eine Klarinette, oder? Oder nicht? Oder doch? Ach, weißt du was? Wir fragen einfach Sergio, denn dieser Koffer gehört ihm. Sergio ist Musiker bei den Augsburger Philharmonikern und ihn darf ich heute mit meinen Fragen löchern. Sergio, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Sergio, hast du uns hier eine Klarinette mitgebracht? Nein, habe ich nicht. Das ist keine Klarinette. Das ist eine Oboe. Eine Oboe? Ja. Ja, dann bitteschön. Schöner Klang. Und sie klingt wirklich nicht wie eine Klarinette, das muss ich schon sagen. Aber sie sieht doch aus wie eine Klarinette, oder? Deine Oboe. Ja, das ist auch mit der Klarinette verwandt. Die Oboe und die Klarinette gehören ja zu den Holzblasinstrumenten. Und deswegen sind die verwandt. Aber es gibt einen kleinen, großen Unterschied. Und das ist, dass unser Mundstück besteht auf zwei Doppeln. Blätter. Ich meine, wir haben ein Doppelblatt-Mundstück und bei Klarinette haben wir nur ein einziges Blatt, die das Mundstück funktioniert. Das ist ja der Hauptunterschied.
Also ist die Oboe eher mit dem Fagott verwandt, weil dort waren ja auch die zwei Blätter, die aneinander schwingen. Ganz genau. Das ist eher mit dem Fagott verwandt, es ist nur, dass die Oboe viel schmaler ist, das kann man schon sehen. Genau. Aber ja, das ist eher mit dem Fagott verwandt, weil wir ja beiden Schilfrohr für das Mundstück benutzen. Du baust also auch, so wie Julia, das haben wir in der Fagott-Folge gelernt, falls du dir nochmal anschauen magst, du baust dieses Röhrchen auch selbst aus einem Schilfrohr. Ganz genau. Okay. So ist das. Ich muss sagen, wir haben ja schon sehr viel durch Luft in Schwingung gebracht, stimmt's? Eine Sache habe ich noch für dich. Mit der Folie und der Schere können wir nämlich diese Holzplättchen, diese zwei Plättchen nachbauen, die so ähnlich klingen dann wie so ein Oboenklang. Aus der Folie schneidest du gleich mit einer Schere vom Rand ein ungefähr daumenbreites Stück ab. Schau so. An der einen Seite hängen die ja dann noch zusammen. Eigentlich geht es am besten auf der Wiese mit einem dicken Grashalm und vielleicht kennst du das ja schon. So können wir diese zwei Blättchen nämlich zum Schwingen bringen. Probier das auch aus. Drück kurz auf Pause und bastel dir dein eigenes kleines Oboenrohr. Ich warte so lange. Und, hat's geklappt? Ja, vielleicht probierst du es auch auf der Wiese. Deine Eltern kennen das sicher auch schon. Sergio, die Oboe hat ja einen ganz besonderen Klang. Wie würdest du denn diesen Klang beschreiben? Ja, sehr direkt, sehr klar. Und der lügt nie. Mhm. Da kann ich lügen. Was heißt das? Oder für welche Musik wird dann dieser besondere Klang verwendet? Ja, man kann vieles damit spielen. Ganz früher hatten die alten Instrumenten, die auch Doppelblatt gehabt haben, die hat man auch für die Militärmusik gespielt, zum Beispiel. So was Ähnliches. Ein Signal sozusagen. Ja, genau. Man kann das auch irgendwie so zusammenbringen mit zum Beispiel der Hirtenmusik. Mhm. Es gibt aber auch so eine Verbindung mit der Oboe mit den Enten. Und da hat man so dieses. Wo man hört, dass das sehr nasal klingt. Nasal, quäkend und nicht zu überhören, oder? Nein. Also es ist sehr direkt, sehr präsent. Es ist immer sehr präsent. Auch okay. Im Orchester. Ich meine, mit Klängen verbindet ja jeder Mensch eigentlich Verschiedenes, je nachdem, an was man sich erinnert und so weiter. Ich habe jetzt eine kleine Aufgabe für dich, Sergio. Ich nenne dir immer zwei Worte und mich würde interessieren, welches der beiden Worte deiner Meinung nach besser zum Oboenklang passt. Mich würde auch interessieren, welches Wort deiner Meinung nach am besten dazu passt. Okay? Also, du musst sofort aus dem Bauch heraus antworten, ohne nachzudenken. Gut. Bär oder Schwan? Schwan. Sahnetorte oder Essiggurke? Sahnetorte. Nase oder Mund? Nase. Feuer oder Wasser? Feuer. Feuer? Feuer. Ja, dann zeig doch mal, wie ein feuriger Oboenklang klingt. Da hat sie richtig geknistert. Hast du das auch gehört, wie die Flammen gezuckt haben? Okay, wenn jetzt die Oboe das Feuer ist, was ist mit den anderen Holzblasinstrumenten? Was sind dann die? Ja, die anderen Holzblasinstrumente wären dann die Flute, die Luft, das Klarinette, das Wasser und das Fagott, die Erde. Okay, das ist sozusagen dein Gefühl für deine Kolleginnen und Kollegen. Ich meine, diese Instrumente im Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, das haben wir auch schon gelernt, die spielen alle im Orchester.
Und da habt ihr von allem was dabei sozusagen. Ganz genau. Diese anderen Instrumente haben ja alle, weil wir sie schon kennengelernt haben, entweder eine kleine Schwester oder einen großen Bruder. Hat denn die Oboe auch ein Geschwister, das auch im Orchester spielt? Ja, die Oboe hat einen großen Bruder. Mhm. Wie heißt das? Das Englischhorn. Das Englischhorn, ja, das wollen wir jetzt einmal kennenlernen. Ja. Oh, das Englischhorn. Lass mal hören. Das ist ein schöner, weicher, warmer Klang. Hast du das gehört? Wieso klingt das Englischhorn jetzt so viel dunkler und weicher als die Oboe? Ja, hauptsächlich, weil das Englischhorn einfach viel größer ist. Mhm. Ne? Außerdem habe ich hier einen S-Bogen und ich habe auch einen Liebesfuß. Ein Becher von diesem Instrument ist ein bisschen anderes als die Oboe. Und das macht, dass den Klang auch ein bisschen gedeckter ist, dass es ein bisschen dunkler ist. Okay, und dein S-Bogen hatte sogar das Fagott, wenn ich mich recht erinnere. Ganz genau. Da wird das Mundstück ganz drauf genau. Da werden wir näher zum Fagott kommen, je größer das Instrument wird. Ich verstehe. Vielleicht erinnerst du dich, die Oboe hat noch eine ganz andere Aufgabe, die die anderen Holzblasinstrumente gar nicht haben. Erinnere dich an die Folge mit den Musikritualen. Du spielst also vor dem Konzert einen langen Ton. Ja, ich gebe das A und alle Kollegen stimmen nach mir. Aha, die richten sich nach dir. Aber warum muss das die Oboe machen? Macht das immer die Oboe? Ja, das macht schon immer die Oboe. Und das macht die Oboe, weil der Klang von der Oboe sehr klar und sehr, sehr stabil ist. Okay, also nicht das Horn oder so, sondern einfach die Oboe, haben wir ja gehört, hört ja man auf jeden Fall am besten. Und das heißt, wenn du jetzt da irgendwie ein bisschen schief bist, dann ist das ganze Orchester zu hoch oder zu tief. Ja, aber da hilft mir das Stimmgerät. Da kann ich sagen, dass ich einen richtigen A gebe. Was ist dein Stimmgerät? Ja. Kannst du sehen. Aha. Ja, dann zeig mal. Ja. Das heißt, grün heißt richtig und rot ist falsch. Ganz genau. Ja, das können wir doch auch machen. Komm, wir spielen Stimmgerät. So, das hier heißt, der Ton geht nach oben, du machst mit. Und das hier heißt, der Ton geht nach unten. Hör also gut zu, Sergio, bitte. Und, wo geht er hin? Richtig, runter. Okay, nochmal. Und, hörst du es? Richtig, nochmal. Sehr gut. Das sind ganz kleine Veränderungen, stimmt's? Okay, Sergio, war es denn schon immer dieses A, mit dem ein Orchester gestimmt hat? Und immer genau derselbe Ton? Es war schon immer das A, aber das A hatte verschiedenen Höhen. Mhm. Es war mal höher oder tiefer, je nachdem, wie die Möglichkeiten von den Kirchen waren. Wenn wir jetzt über 18. Jahrhundert so reden, wenn man viel Geld hatte, konnte man einen sehr großen Orgel haben mit großen Pfeifen, mit längeren Pfeifen. Und deswegen hat man ein A gehabt, der vielleicht ein bisschen tiefer war. Ach so, und wenn du sparen musstest, weil du nicht so viel Geld hattest, dann hast du kleine Pfeifen gebaut und die Töne wurden ein bisschen höher. Ganz genau. Okay. Dann hat man ein bisschen kleinere Pfeifen gehabt und dann war das A ein bisschen höher. Okay. Ist es denn eigentlich sehr anstrengend? Ich meine, du spielst ja sehr, sehr, sehr lange diesen Ton. Da geht ja noch mal die Puste aus, oder? Ja, es ist anstrengend, aber eigentlich
Es ist unterschiedlich, weil dadurch, dass das Rohr sehr klein ist, wir haben sehr viel Widerstand und eigentlich unsere Aufgabe ist es, dass wir einfach so schnell wie möglich die Luft in das Instrument lassen. Und unsere Schwierigkeit ist, dass wir eigentlich viel zu viel Luft im Körper behalten. Nicht, dass wir weniger Luft, nicht, dass wir mehr Luft brauchen, sondern dass wir viel zu viel Luft im Körper haben. So wie beim Tauchen oder so vielleicht. Wo du eigentlich, so kenne ich das auch, dass du eigentlich, du holst ganz viel Luft und merkst am Schluss, hast du ja trotzdem noch Luft, aber trotzdem musst du Luft schnappen irgendwie. Also du wirst die Luft gar nicht los. Ja, ganz genau, das ist das Problem. Ich versuche einfach, beim Spiel so schnell wie möglich die Luft in das Rohr reinzubringen, damit ich die Luft loswerde. Okay. Ja, da müsstest du ja auch ziemlich lang spielen können, oder? Wenn du viel Luft hast, ja, immer nur ein bisschen los ist. Kannst du sogar sehr lang spielen? Ich kann sehr lang spielen. Ja, dann habe ich eine Aufgabe für dich. Sergio, pass jetzt auf. Dazu brauche ich nämlich hier den Kreisel. Ich werde gleich den Kreisel drehen und wir schauen mal, wer es länger schafft. Sergio oder der Kreisel. Bereit? Ja. Sergio hat gewonnen. Aber das kannst du jetzt auch ausprobieren. Wenn du einen Kreisel finden konntest, dann nimm ihn, atme tief ein, dreh ihn und summe dann einen ganz, ganz langen Ton. Mal schauen, wer es länger schafft, der Kreisel oder du. Ein kleiner Tipp, summe leise, dann verbrauchst du nämlich weniger Luft. Wenn du keinen Kreisel finden konntest, dann klick doch zurück und an die Stelle, wo ich, nämlich hier Kreisel, und summe mit Sergio zusammen. Es kann gut sein, dass du ein paar Mal Luft nachholen musst, denn das ist schon ziemlich lange. Aber dann kannst du schauen, je mehr du übst, desto seltener musst du Luft atmen und desto besser wirst du und länger kannst du spielen. Viel Spaß damit. Drück einfach kurz auf Pause und probier die Stelle kurz aus. Und, hat's geklappt? Ich wäre sehr neugierig, ob du es länger schaffst als der Kreisel. Sergio, das war ziemlich lang, wie du spielen konntest. Wie lange hättest du jetzt noch spielen können? Noch unendlich lang? Ich hätte sicher länger spielen können. Weil nämlich wir haben eine ganz besondere Technik, das ist Zirkuläratmen. Das heißt, ich kann gleichzeitig in das Instrument reinblasen und atmen. Das heißt, ich kann reinblasen und gleichzeitig durch die Nase einatmen. Zirkuläratmen. Ja, Zeig mal bitte. Ah, okay. Die Luft strömt raus und kommt gleichzeitig rein wie in einem Kreislauf sozusagen. Zeig uns doch das mal bitte. Man kann es vielleicht ein bisschen sehen. Ich staune, was der Mensch so alles kann. Ganz schön praktisch, da muss man nie schnaufen. Sergio, das Wort Oboe, wo kommt dieses Wort her? Was heißt das? Das kommt aus dem Französisch, au revoir, das heißt höheres Holz. Das heißt ein Holz, der sehr hoch ist. Ein klingendes Holz, der sehr hoch ist. Weil die Oboe ist ein Instrument, der eher so in die Lage von die Sopran ist. Mhm. Und seit wann gibt es die Oboe? Die Oboe gibt es seit 1680 ungefähr. Also 350 Jahre? Ja. Oder was heißt 1680, vielleicht ein bisschen früher. Aber ab 1680 wissen wir, dass es gibt ein Stück, wo die Oboe, ein Stück für Orchester, wo die Oboe eingesetzt wird. Okay, ist das diese Barockzeit? Von der haben wir nämlich schon ganz viel, ganz genau. Ganz viel gehört. Ganz genau. Wie sahen denn die
Barockoboen aus? Ja, die Barockoboe, ich habe eine hier und ich kann vielleicht euch auch das zeigen. Ja, die möchten wir jetzt aber sehen. Pass auf. Ja, hier. Das ist ein Barockoboe. Eine Barockoboe, das sieht aber aus wie eine Blockflöte mit einem Oboenmundstück. Genau, sieht ähnlich aus. Es hat einfach nur zwei Klappen. Aha. Es hat nicht viel mehr. Lass doch mal hören, bitte. Ja, das klingt ungefähr so. Die erklang dann auch für Könige am Hof im Orchester. Ganz genau. Meintest du? Okay. Die Sache ist, dass es gab vor die Oboe, es gab die Schalmei, die war super präsent und super laut, aber in der Hof von König der Sonnen, Ludwig XIV., die haben sich gewünscht, diesen Klang von Schalmei auch in die Kammermusik, in die Chambre zu haben. Okay. Und daher hat man dann die Oboe aus den Schalmei entwickelt, damit man das auch in innerlichen Räumen auch spielen konnte. Hast du auch so eine Schalmei, dass wir das mal sehen? Nee, das habe ich leider nicht. Das habe ich leider nicht. Aber was ich habe, ist ein Duduk. Das ist noch ein bisschen früher als die Schalmei, wahrscheinlich. Das könnten wir vielleicht auch mal sehen. Die schauen wir uns jetzt auch an. Das oder die Duduk. Ja, das ist das Duduk. Das ist ein Instrument, auch ein Blasinstrument, Holzblasinstrument, und das hat auch Doppelblatt. So wie die Oboe, die Barockoboe oder die Oboe, die ich vorhin gespielt habe. Oder auch dann die Schalmei, sagst du, dieses andere alte Instrument. Ist das jetzt ganz so alt wie die Schalmei? Ja, das ist ein bisschen älter. Man vermutet, das ist 4000 Jahre alt. Ich meine, schon vor 2000 vor Christus hat man schon auch Duduk gespielt. Auch in Frankreich, oder wo kommt das her? Nee, das Instrument kommt aus Armenien. Armenien? Ja, aber jetzt lass es einmal erklingen, bitte. Also ganz schön weit weg. Und dort wird es bei Konzerten gespielt, oder? Ja, das ist ein sehr typisches Instrument dort. Und ich spiele das einfach als reinen Spaß. Ich spiele das nicht professionell, aber zu Hause spiele ich das immer wieder, weil das mir einfach Spaß macht. Und du kommst aus Armenien, nehme ich an. Nee. Ich komme nicht aus Armenien. Ich komme aus Venezuela. Venezuela? Und das ist auf die andere Seite der Welt. Wenn man jetzt Armenien sieht, das ist eigentlich schon ziemlich weit. Ja. Okay, wenn jetzt das Duduk in Armenien sozusagen schon lange zur Volksmusik anscheinend gehört, ist dann die Oboe ein venezolanisches Volksmusikinstrument? Auch nicht. Auch nicht. Was habt ihr denn für Volksmusikinstrumente in Venezuela? In Venezuela haben wir Rassen, Maracas, wir haben das Cuatro, wir haben Schlagzeug, Instrumente, sehr viele. Wir haben die Gitarre, wird auch gespielt, es gibt auch venezolanische Harfe. Das hat keine Pedalen, so wie die klassische Harfe, sondern das ohne Pedalen, da muss man alles transponieren. Und spielst du auch sowas von diesen Volksmusik? Ich spiele ein bisschen Maracas, das habe ich gespielt ganz früh, als ich ganz klein war. Aber ich habe hier in Deutschland auch das Cuatro gelernt. Cuatro? Ja. Das möchte ich auch mal sehen. Das ist bestimmt auch sowas Oboen-ähnliches, nehme ich jetzt mal an. Und? Das ist jetzt aber keine Oboe. Nee, das ist keine Oboe. Eine Gitarre, oder? Oder Ukulele. Ähnlich, aber es ist keine Gitarre, es ist auch keine Gitarre. Das ist ein Cuatro. Das ist wie eine Gitarre, es hat nur vier Saiten. Es ist wie eine Ukulele auch, aber es ist ein bisschen anderes gestimmt. Weil die vierte Saite von oben nach unten geht wieder tiefer. Okay, dann lass uns mal ein bisschen venezolanische Musik hören. Ja. Un 24 de julio al mundo llegó, en Caracas donde su infancia transcurrió. 15 años se marchó y a España se mudó, conoció un
mundo hacía que fuera su amor. Wow, danke. Das solltest du bei den Augsburger Philharmonikern aber auch unbedingt mal spielen. In welcher Sprache hast du gesungen? Das ist Spanisch. Das ist Spanisch. Ihr sprecht Spanisch, ja, in Venezuela. Ich spreche Spanisch in Venezuela. Ja, ja, toll. Das war Spanisch, ja. Okay, aber jetzt zurück zur Oboe, würde ich sagen. Ja. Da ist sie wieder. Ja, wieder. Wie bist du denn dann zur Oboe gekommen, wenn sie denn gar kein Volksmusikinstrument in Venezuela ist? Naja, das war so. In Venezuela gibt es ein Orchestersystem und da kann man ganz günstig, ohne viel zu bezahlen, ein klassisches Instrument lernen. Also eine Musikschule ist das dann, oder? Genau, das ist eine Musikschule. Aber im Gegenteil zu einer ganz normalen Musikschule, man muss da wirklich sehr wenig bezahlen, mhm, oder fast nichts. Und da hat man einfach die Möglichkeit, das Instrument, ein Instrument so wie die Oboe zu lernen. Ein Instrument, das normale Verhältnis in Venezuela von den Leuten, die könnten sich nicht einfach so ein Instrument kaufen. Ne? Aber in diesem Schulsystem, in diesem Orchestersystem, man kann das bekommen. Und ich meine, es war so, ganz am Anfang musste ich mit 5 anderen Personen 2 Instrumente teilen. Ne? Deswegen bin ich in Orchesterproben gesessen, die 4 Stunden gedauert haben, ohne Instrument, einfach nur so. Ja. Wie lange hattest du keine Oboe am Anfang? Das hat so 3-4 Monate gedauert, bis ich ein Instrument bekommen habe. Okay, und in diesen 3 Monaten, du hast angefangen, Oboe zu spielen, ohne Oboe, und saßt schon im Orchester. Ja, ganz komisch. Das ist aber seltsam. Ganz komisch, wie das klingt. So? Ich hatte natürlich einzelnen Unterricht jede Woche, und bei diesem einzelnen Unterricht durfte ich das Instrument spielen. Aber sonst bin ich trotzdem in die Schule gegangen, in diese Musikschule gegangen, und da habe ich einfach, da bin ich nur gesessen und habe die Proben zugehört. Das heißt, ihr habt auch einmal die Woche Orchesterprobe gehabt? Nein, wir haben jeden Tag in der Woche Orchesterproben gehabt und einmal Einzelunterricht gehabt. Jeden in der Woche. Tag, 4 Stunden hast du gesagt, Orchesterprobe. Das heißt, dann bist du seit Sergio klein war, sitzt du schon im Orchester, und jetzt, ja, genau, bei den Augsburger Philharmonikern bist du noch immer und schon wieder. Ganz genau, so ist das. Orchester. Und es war ganz, ganz Besonderes, weil in diesem Orchestersystem, es gibt nicht nur Leute, die nicht die Möglichkeit haben, so ein Instrument zu kaufen, sondern es gibt auch Leute, die eher mehr Geld haben. Und trotzdem sind wir da zusammen gesessen und haben musiziert und haben zusammen musiziert. Okay. Es gab also Leute, die viele Möglichkeiten hatten, aber trotzdem wegen des Erlebnisses, dass das war, in diesem Orchestersystem zu spielen, sind die trotzdem da geblieben und haben mit uns musiziert. Ich meine, mit mir, mit uns, wenn ich sage uns, meine die auch. Ich meine, wir haben dann alle zusammen musiziert. Okay, also sowohl die Geld hatten, die kein Geld hatten, die schon super gut spielen konnten, und die noch nicht mal eine Oboe in der Hand hatten. Genau, so war das. So wie war in das. Einer Familie da alle, ja, zusammen. Und wie bist du dann nach Deutschland gekommen? Ja, ich habe in diesem Orchestersystem, es gibt ein ganz großes Orchester, das ist die Simón Bolívar Junge Orchester. Und mit diesem Orchester konnte man Tourneen machen in Europa und auf der ganzen Welt. Ich bin in Asien auch gewesen. Ah. Und dadurch war ich mal in Deutschland und habe gesehen, wie das hier war. Und dann habe ich mich interessiert, ja, vielleicht will ich mal hier auch studieren. Ne? Und dann hast du studiert hier und hast jetzt dann die Stelle im Orchester hier bekommen und lebst jetzt hier und deine Familie in Venezuela. Ja, ganz genau. Wie oft bist du daheim? Ich bin in Venezuela jedes 2 Jahre ungefähr. Jetzt ist es natürlich schwer, weil, ja. Ja, stell dir das mal vor, alle 2 Jahre nur heim zur Familie. Hast du Heimweh? Natürlich, ja, klar. Aber man muss damit irgendwie, ja, klarkommen. Leben lernen. Ja. Heimweh und Sehnsucht. Ja, die Oboe kann das mit ihrem eindringlichen Klang auch sehr gut nachmachen. So wie der Hirte, der auf der Wiese sitzt und von der Ferne träumt. Oder Sergio, der hier bei uns in Deutschland ist, aber an seine Familie in Venezuela denkt. Für dich Sergio Sanchez an der Oboe und Peter Bader am Klavier. Thank you.
Danke, Sergio. Dieses schöne Stück, das kommt aus Frankreich. Ja, Sergio kommt aus Venezuela und aus Spaß spielt er ein Instrument, das aus Armenien kommt. Naja, und er lebt hier bei uns in Deutschland. Also wenn sich jemand mit fremden Ländern und Menschen auskennt, dann ist es wohl er. Da fällt mir ein, es gibt ein kleines Stückchen von Robert Schumann, das heißt »Von fremden Ländern und Menschen«. Schumann ist zwar früher nicht so viel herumgekommen wie Sergio heute, und vielleicht ist das auch der Grund, warum er sich in dieser Musik wegträumt. Steh auf und mach mit bei meinen Moves. Beim Träumen vergeht die Zeit ganz langsam. Deswegen bewegen wir uns jetzt auch ganz langsam in Zeitlupe. Jetzt wird gerätselt.
Das Obon-Rohr besteht, wie das Fagottrohr ja auch, aus einer ganz besonderen Art Rohrholz. Weißt du noch, welches Holz? Ist es erstens Bambusrohr, zweitens Schilfrohr oder drittens Zuckerrohr? Du weißt die richtige Lösung? Sehr gut. Dann schick uns doch eine E-Mail mit dem Lösungswort an info@mehrmusik-augsburg.de. Einzelner Schluss ist der Freitag, 18. Dezember 2020. Und unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir einen Preis. Ja, und wenn du noch mehr über die Oboe wissen willst, dann empfehle ich dir Fräulein Tönchens Spickzettel. Den kannst du dir herunterladen auf unserer Webseite www.mehrmusik-augsburg.de unter dem Reiter Projekte. Die Oboe ist zurück in ihrem Köfferchen und das Geheimnis des Überraschungskoffers haben wir heute zusammen gelüftet. Ich bin gespannt, was uns das nächste Mal erwartet und hoffe, du bist dabei. Für heute bedanke ich mich bei Sergio und seiner Oboe und bei Peter am Klavier. Ja, und Miri, dir wünschen wir gute Besserung. So, der Koffer wird geschlossen mit deiner Hilfe. Mit dem Countdown, los geht's. Bei 30 fangen wir an. Mach mit. Es gibt Koffer, die sind eckig. 30, 29, 28. Es gibt Koffer, die sind dreckig. 27, 26, 25. Manche sind ganz mini klein, andere schwer wie Mühlenstein. 24, 23. Es gibt Koffer mit drei Dellen. 22, 21, 20. Reißverschluss kaputt an Stellen. 19, 18, 17. Andere sind schön bunt kariert, mit zwei Schnallen glatt poliert. 16, 15. La 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 la. 14, 13, 12. La 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 la. 11, 10, 9. La 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 la. La 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 la. 8, 7. Hoho. Es gibt Koffer, die was machen. 6, 5, 4. Manche quietschen, müffeln, krachen. 3, 2, 1. Dieser Koffer gibt nun Ruhe. Dieser Koffer klappt jetzt.